okay, wir haben wirklich so geschlafen. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, weil das so mega süß ist. Man sollte Philipp uns wecken. Ich bin so ein mieser Schauspieler. Aber das war ungefähr die ganze Nacht die Sleeping Situation. Philipp lag doch daneben und Charlie ist ein vollständiger Mitbewohner des Betts. So, wir stehen jetzt mal auf und dann geht's ab zum Frühstück. Wir waren jetzt sehr, sehr lecker und mega entspannt frühstücken. Ich bin irgendwie so krass müde. Ich habe jetzt letzte Nacht irgendwie 8 Stunden geschlafen. Das bin ich im Moment nicht mehr gewohnt. Diese One Week With Me sorgt eher dafür, dass ich mega, mega wenig schlafe, weil ich halt andauernd Videos schneide. Jetzt habe ich 8 Stunden gepennt und bin so total zombie-mäßig. Hinter mir. Was habe ich eigentlich da für eine Frisur? Wow, da wächst ein Haarberg. Wow, ich glaube, ich muss mich gleich nochmal kämmen. Hinter mir seht ihr den Philipp und den Charlie. Die haben sich gerade auch nochmal ins Bett verkrümelt. Während ich jetzt am Rechner sitze und das Video für Tag 5 fertig mache. Das Thumbnail muss ich noch bauen, das Video ist schon hochgeladen. Hier an meinem improvisierten Schreibtisch liegen übrigens auch Pony-Liebe-Marken. Die habe ich mir von zu Hause mitgenommen. Die werden nämlich nachher auf jeden Fall an Kantos Trense und an seinen Sattel kommen und an seinen Halfter. Da habe ich nämlich bislang noch die alten Marken dran. Und ich glaube, ich nehme für ihn auf jeden Fall Türkis. Ich fände es aber auch schön, wenn er an einem Teil ein pinkes dran bekommt. Ich finde auch Jungs können pink tragen. So, wir sind ready. Ich fahre jetzt mit dem Aufzug nach unten. Das ist mein Look of the Day. Okay, die Schuhe gehören nicht dazu. Die muss ich gleich im Auto noch tauschen. Aber ich habe mich für eine blaue Reithose entschieden und für bordeauxfarbenen Pulli mit Stirnband. Ich sollte auf den Knopf drücken. Ich finde es total krass. Die Stirnbandfarbe ist so mega schön und die passt so cool zu dem Pulli. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach Philipp und Charlie und dann geht es direkt zum Cantolino. By the way, eure Kommentare waren eindeutig. Ich habe zum einen den Pony-Liebe-Code vergessen, also den Rabattcode für den Shop. Und ich habe vergessen, die Infos für den Job auf der Equitana dazu zu schreiben. Das werde ich später nachholen und ihr findet das dann in dieser Infobox. Chauffeur-Service Philipp am Start. Geht los. Geht los. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir haben da hinten jetzt kann man sehen, wir haben da jetzt so ein Gitter eingebaut. Das haben ganz viele von euch gesagt, dass das sinnvoll ist und deshalb haben wir das gemacht. Jetzt muss ich nur der Charlie hinlegen. Katrin. Ah, klappt. Sehr gut. Was ist das für ein Kommando auf Schnipsen? Erziehung und Flieg? Eigentlich wollte ich schon viel früher beim Cantolino sein. Jetzt ist es zwar auch nicht wirklich spät, aber ich musste tatsächlich einfach erst ein bisschen Bürokram machen. Und da vorne guckt er schon aus dem Fenster. Oh, er ist so süß. Er liebt es, wenn er aus dem Fenster gucken kann. Es war total süß. Letztens war bei uns sehr, sehr eisig im Stall. Und dann machen die halt manchmal dann doch die Fenster zu, wenn sie eigentlich wissen, dass bei Canto das Fenster mal offen bleiben darf. Und Philipp war ja da, weil ich auf der Messe war. Und dann hat er erst mal allen erzählt, es geht nicht, weil der Canto wird depressiv, wenn sein Fenster zu ist. Stimmt das nicht so? Ja, doch. Also zumindest er wird grantig. Aber ich finde die Aussage so total geil. Nee, das geht nicht. Unser Pferd wird dann depressiv. Das Fenster muss geöffnet sein. Missgelaunt. Cantolino. Hallo, schöner Mann. Die Pferde bekommen hier ja Heu ad libitum. Das heißt, den ganzen Tag so viel sie wollen. Und ehrlich gesagt hätte ich gestern alles drauf verwettet, dass Canto den ganzen Tag nur am Futtern ist. Entweder hat er sein Heu gerade leer gefuttert oder er hat tatsächlich eine Fresspause gemacht, was ich ihm nie zugetraut hätte. Jetzt muss ich meinem Schatz erstmal guten Morgen sagen. Hallo, hast du gut geschlafen? Ja, sehr süß. Er riecht, dass ich was in der Hand habe. Sag mal guten Morgen. Hallo, er liebt Birnen. Wie entspannt er aussieht. Du bist ja ein Süßling und ein aufdringlicher Süßling. Geh mal zurück. Heu da. Canto, es ist noch Heu da und du hast aufgehört zu essen. Wie kann das sein? Was ist da los? Bist du etwa satt? Mein Pferd ist satt. Unfassbar. Der
Kanto steht jetzt schon vor seiner Box. Ich werde ihn jetzt einmal in Ruhe putzen. Knibbeln ist nicht erlaubt. Und dann satteln. Und dann bin ich total gespannt auf die erste Einheit mit der Andrea. Sie hatte ja wirklich ein anderes Konzept. Das heißt nicht das Pferd irgendwie einzwängen und dem Pferd was aufdrängen, sondern im Prinzip das Pferd dazu kriegen, dass es die Idee, die man selber hat, als eigene wahrnimmt. Ich glaube, das habe ich so ganz gut zusammengefasst. Und ich bin da echt total gespannt, wie sie das gleich umsetzt und was sie zum Kantomann sagt. Es ist so schön, dass mein Tag jetzt gerade nur aus Pony besteht. So süß, ne? Und was ich mega, mega schön finde, der Kanto hat überall Späne. Das heißt, der hat wirklich die Nacht gelegen, hat sich entspannt. Und das ist für mich einfach das beste Zeichen, dass er sich wohlfühlt. So, und da ich ja bei diesem One Week With Me Day irgendwie auch heute mit dabei bin, melde ich mich auch mal kurz, während Annika gerade den Kanto fertig macht, weil das ja gleich losgeht, bin ich gerade, da kommt der Rollo vorbei, mit Rollo und Charlie, der ist da hinten, auf den Feldern unterwegs und das ist total cool, dass der Rollo ist hier der Hofhund, so entspannt ist und die einfach miteinander klarkommen. Also Charlie, das hatten wir ja schon mal angedeutet, ist mit anderen Rüden ja manchmal ein bisschen schwierig. Und die beiden sind richtig gut miteinander. Also wenn man das da so im Hintergrund sieht, die tolerieren sich nicht nur, sie haben schon fast ein bisschen miteinander gespielt. Und das ist für mich immer schön zu sehen, weil ich ja schon vorsichtig sein muss mit Charlie, was andere Hunde angeht. Wenn er sich mal mit anderen versteht und die ein bisschen spielen können und deswegen ist das gerade eine sehr gute Runde, bevor es dann zurück in den Stall geht und sich wieder mit den etwas größeren Vierbeinern beschäftigt wird. So, zurück in den Stall. This is the last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. And just like we got through everything else, but I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. I see a tear. I don't know.
erste Unterrichtseinheit ist vorbei. Andrea hat sich jetzt gerade auch draufgesetzt und ein bisschen gefühlt. Hast du ein erstes Fazit, was man schon sagen kann, was du gefühlt hast? Außer, dass er ganz toll ist. Also außer, dass er ganz toll ist, habe ich folgendes Gefühl. Er hat sich, also was mich sehr gefreut hat, weil ich ja seine Geschichte so ein bisschen kenne, was mich gefreut hat, ist, dass er sich relativ schnell auch auf die fremde Tante eingelassen hat und schnell verstanden hat, dass ich, ja, also das, was ich immer mit jedem Pferd versuche zu anfangen, zu erreichen, dass es weiß, okay, sie möchte meine Freundin sein, also wir wollen was zusammen machen. Ich finde, das hat er schnell einfach gespürt. Und dann konnten wir ganz gut, finde ich, schon miteinander hier unsere Runden drehen. Hast du einen Plan, was du gerne mit uns machen möchtest? Oder? Ich bin halt total neugierig, weil ich bin natürlich auch hier, um was zu lernen, um neue Impulse mitzunehmen. Und du musst noch nicht zu viel verraten, aber es wäre total schön, so ein bisschen was zu erfahren, was du machen möchtest. Also ich würde es gerne erreichen wollen, dass du ihn noch so ein bisschen offener bekommst, insgesamt in der Ganasche. Und dafür brauchst du ihn noch ein bisschen schöner durch den Körper. Das hattest du aber auch gesagt. Also alles, was du gesagt hast, sehe ich ganz genau so. Und da habe ich natürlich ein paar Ideen. Das werden wir nachher direkt versuchen. Und wir können dich noch mehr aus deiner Sitzschablone holen. Ich bin ja so ein kleines Steiftier. Ne? Ihr kennt das. Ich bin ja Frau Entenpopo. Ich habe das ja schon ein bisschen besser in den Griff gekriegt, aber es hat sich sofort gesehen und meinte so, bisschen steif, bisschen stiff. Beweg dich mal. Das machen wir. Ja, genau. Also, weißt du, dass wir dich in der Hüfte stabil bekommen, dass du da nicht versehentlich dann dich da falsch bewegst oder einknickst, wie man ja sagt. Und dass du dich noch schöner in die Bewegung hineinschmiegen kannst. So, das ist mein Plan. Weil ihr dann nämlich beide lockerer werden könnt und er damit dann offen an der Gang ist. Ja, dann haben wir ihn nicht. Ne, wir haben ihn ja manchmal so ein bisschen tief, ein bisschen eng, manchmal so ein bisschen vorhandlastig. Ja, in den Boden. War, genau. Und das war, haben wir noch Luft nach oben und das werden wir alles schön erarbeiten. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin total gespannt. Wie ihr seht, der Cantolino ist ein bisschen müde. Ich glaube, er freut sich auch schon auf sein Heu. Und wir machen jetzt heute Abend, dann hatte der ein bisschen Pause, ein paar Stunden, noch eine zweite Einheit und die werde ich auch richtig filmen. Daraus gibt es dann ein großes, schönes Video und ich glaube, der Canto möchte jetzt erstmal Mittag essen. Der Cantolino hat das auf jeden Fall gerade alles so brav gemacht. Ich bin total happy. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier noch lernen werden. Und ich zeige euch mal ganz kurz was. Ich hatte euch die Decke ja schon mal gezeigt. Das ist die Rider Steel Keramik Abschwitzdecke und diesmal ohne Halsteil und in Cantos richtiger Größe. Ich finde, sie steht ihm wirklich sehr, sehr gut. Und schaut mal, wie lieb er ist. Ich kann das gar nicht richtig sagen. Ich genieße das so, den ganzen Tag mit ihm zu verbringen. Das ist irgendwie einfach so schön, weil man irgendwie nochmal eine ganz andere Verbindung kriegt, wenn man sich nicht beeilen muss oder irgendwas, sondern einfach Zeit miteinander hat. Und wie ihr seht, ich glaube, er mag das auch. Offiziell ist das natürlich ein Wolkedampfer, ein Haygain, aber ihr kennt mich ja. Inoffiziell benutze ich das Ding einfach als Popo-Heizung. Es gibt im Winter einfach nichts Besseres, als wenn das Ding gerade gedampft hat, sich kurz danach da drauf zu parken, einmal Oberschenkel aufwärmen, Hände aufwärmen, bisschen kuschelig warm machen und irgendwann muss ich hier runter, dann kriegt der Kante auch wieder neues Heu. Wir gehen jetzt zum... Zum wo? Zum EDK. Rewe. So, ich dachte Rewe to go, wie sonst? Nee, heute EDK. Die Leute gucken schon wieder komisch. Holen uns einen kleinen Mittagssnack, weil heute Abend gehen wir richtig essen. Auf der Schüssel steht drauf, Agrops Lieblingsfutter und es ist Lieblingsfutter drin. Philipp und ich haben uns einen Salat geholt und ich habe jetzt gerade das einfach da reingepackt. Die Schüssel habe ich nämlich mitgenommen. Die ist jetzt für Charlie als Napf. Wir haben nämlich tatsächlich geschafft, seinen Napf zu vergessen. Der Cantolino interessiert sich mehr für die Kamera als für Äpfel. Was ist mit ihm los? Er scheint krass satt zu sein. Er bekommt bei uns im Stall wirklich ausreichend Heu. Ich habe die Portion mehrfach gebogen, das ist wirklich genug. Außerdem fütter ich nochmal Heu zu. Aber ihm scheint das irgendwie zu gefallen, dass er so über den ganzen Tag verteilt mümmeln kann. Er hat jetzt auch noch eine Riesenportion liegen, geht da gar nicht dran. Apfel ist auch nur so halb wichtig. Aber hier der Kamera Hallo sagen. Du bist ein YouTube-Pferd. Man muss auch echt sagen, dass die Atmosphäre hier im Stall einfach total entspannt ist.
Es ist irgendwie ein Ort, an dem die Pferde alle unheimlich entspannt wirken und relaxed sind. Wie man sieht, sobald ich mich der Kamera... Guckt euch das mal an. Sobald ich mit ihm bin, ist er so... Dann drehe ich mich um, kein Fokus. Und er so... Was ich sagen möchte. Es gibt Ställe, wo die Leute halt unentspannt sind. Dann sind auch die Pferde unentspannt. Und hier sind die Menschen entspannt und die Pferde auch. So, jetzt wird's hier mal wieder ernsthaft. Ich werde den Cantolino jetzt satteln. Geputzt ist er ja eigentlich. Ich bürste nur noch einmal schnell rüber und mache ihn schon mal reitfertig für die Andrea. Die wird nämlich jetzt heute Abend als Erste sich draufsetzen. Danach bin ich dran zum Nachfühlen und ich bin schon sehr gespannt, was wir machen werden. Ich war gerade ganz kurz auf der Toilette und guck mal bitte, was ich beobachtet habe. Was machst du da? Ein bisschen putzen. Du hast ihn noch nie geputzt. Ich probiere gerade rauszufinden, wo wie die Haare so verlaufen. Die sind irgendwie nicht so gerade beim Hund von vorne nach hinten, kann das sein? Hier ist ja eine Kurve drin. Welche Bürste? Da kommt noch Staub raus, da wurde noch nicht gut geputzt. Welche Bürste hast du genommen? Die Cozy. Warum hast du die genommen? Weil die ganz oben lag. Ja, dann putz ihn doch mal weiter. Ist die für überall? Ja, die ist ja? Auch für überall. Okay, macht man das auch hier unten? Ja, überall. Aber hier ist auch wieder eher so, ne? Machst du daraus eine Raketenwissenschaft? Nee, aber ich will nur nicht gegen den Strich kratzen. Das ist doch unangenehm bestimmt, oder? Wie süß, dass du dir gerade einfach eine Bürste geschnappt hast. Das hast du echt noch nie gemacht. Das solltest du gar nicht sehen. Ich stand hier so erwartungsvoll. Warst du auf dieser Seite schon? Hier ist der ziemlich sauber. Ja, überall eigentlich schon. Ach, aber eben da hast du was vergessen, da hat es gestaubt. Wie süß ist das bitte? Boyfriend Goals? Ich habe ein bisschen Herzchen in den Augen. Das solltest du jetzt nicht hören. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Hier geht es nur ums Begleiten der pferdetypischen Nickbewegung. Dass das Pferd wirklich sagt, ich kann nach vorne und die Leine begleitet mich. Und wenn ich dann eben, wenn ich meine Rückwärtsbewegung habe vom Hals, verlieren, wenn ich den Kontakt habe, immer so ein ganz kleines bisschen Luft nach oben. Du hast manchmal im Trab einen springenden Zügel, der muss auch noch weg. Sondern dass du dann einen ganz gleichmäßigen Kontakt finden kannst zum Pferd. Mit dem Dubi-Reiter ganz allgemein. Vorsicht, du blockierst mich. Sehr gut. Zu dir. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben eine kleine Verzögerung, weil du nicht mehr stören willst. Mittlerweile bei dir, genau. Super. Merkst du, dass du mit dem linken Arm etwas stärker bist als mit dem rechten? Nein. Trab geht super. Also Trab geht. Du gehst ein ganz bisschen nach oben, merkst du das? Mhm. Ganz bisschen. Mhm. Versuch nochmal nur Richtung Maul. Trab ist spitze. Ganz viele haben im Trab dieses Entspringen. Mhm. Und den machst du gerade gar nicht. Dass er merkt, okay, es ist ja viel angenehmer. Es ist ja, du willst ja nichts, was ihm nicht gut tut. Du möchtest ja nur Sachen, die für ihn gut sind. Und du möchtest, dass er sich öffnet, dann er durch den Körper fließt. Wenn er das spürt, wird es immer leichter. Links abwenden oder so wäre dann ganz normal, wie man es lernt. Also diese Drehung im Körper und die Beine liegen dann ja automatisch auch leicht anders. Ja. Das ist eben nicht so ein Riesengericht, das ist nur ganz wenig. Und es ist aber noch, das kommt dazu, eine Biegung mit dabei. Okay. Kann man das sehen? Ja. Also nicht nur der Drehsitz, sondern auch so eine Biegung. Wenn du auf dem Zirkel bist, möchtest du ja, dass er sich biegt. Und dass du dich eben mitbiegst, dass du wirklich immer flexibler bist. Das ist ein ganz gut koordiniert, weichen Körperbund. Weißt du, ich meine? Also nicht so ein Schlachtding, sondern... Dass du wirklich all diese Bewegungen auch kannst. Es geht um die offene Gamasche. Also gerne lang im Hals. Aber ja, offen in der Gamasche. Der muss gar nicht so hoch. Aufmachen und das Vertrauen. Tu dich mal. Trag dich ein bisschen hier. Trag dich selbst. Also Kraft ohne Ende hier, Pferd. Also, aber ansonsten schwingst du nur ruhig mit, ne? Guck mal, rechts, von links, von 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 rech
Aber was ich spannend finde, ist, wie sensibel er die Hilfen annimmt. Also wie sensibel er die Galopphilfe annimmt, wie unaufwendig. Mhm. Genau, es wird nämlich immer unaufwendiger, weil ihr, also das ist das mit dieser Körperspannung, Energie, ja. und dieses Zwiegespräch. Also weißt du, weil er ja immer mehr ins Denken kommt. Ja. Kommt immer mehr oder immer weiter weg, ja, von diesem Reagieren auf Hilfen, quasi, ne, Galopphilfe, Galopp, sondern ne, du verhältst dich anders. Also ja, du willst ihn aufmerksam, was machen wir jetzt? Weißt du so, was machen wir jetzt? Also, zusammen. Das war ganz schön viel Input für den Cantolino und auch für mich. Ich glaube, er ist jetzt auch ganz schön müde. Aber es hat mega Spaß gemacht. Ich finde das so cool, auch wirklich mal so Sachen zu hören, die irgendwie komplett anders sind als das, was man so standardmäßig irgendwie lernt. Und ich glaube sowieso, dass man ja von allem irgendwie was mitnehmen kann. Und für mich war es extrem spannend zu merken, wie schnell er auf so kleine Veränderungen eigentlich schon reagiert. Gerade diese etwas andere Hilfengebung hat er für mich total super angenommen. Also er hat ganz, ganz sensibel zum Beispiel plötzlich auf die Galopphilfe reagiert. Und ich glaube, generell tut es mir auch total gut, so ein bisschen den Gummimann zu machen. Das hat der Michael damals ja immer schon gesagt, ich soll mal ganz übertrieben andere Sachen machen, um einfach mal irgendwie nicht so ein Stöckchen zu sein. Und das war jetzt echt fürs erste Mal, für den ersten Unterricht für mich, ja, total spannend. Ganz, ganz viele neue Dinge. Ich bin ganz gespannt, mir das nachher auf Kamera einmal anzugucken, weil ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe mich ein bisschen, ja, unfähig ist, glaube ich, das falsche Wort, aber so ein bisschen seltsam gefühlt, weil es so untypisch ist und so anders als das, was man ja eigentlich immer hört. Und deshalb finde ich es total cool, das gleich zu sehen. Und ich bin super gespannt, was morgen ansteht, was übermorgen ansteht, eventuell Freitag auch noch. Und ja, ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr aufregende Woche. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze Spaß gemacht hat zu verfolgen. Es ist jetzt auch schon gar nicht mehr so früh. Es ist inzwischen 9. Das heißt, wir werden den Canto jetzt noch in Ruhe verpflegen. Der wird noch eine vierte Mahlzeit bekommen. Und dann geht's ab ins Hotel. Philipp und ich gehen noch essen. Und dann schneide ich ganz schnell das Video, damit das online geht. Und ich habe noch was vergessen, ne? Rabattcode und Infos zum Pony, liebe Shop. Ich habe es euch versprochen. Schaut jetzt in die Infobox. In der Infobox steht alles, was ihr wissen müsst. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns schon morgen im nächsten Video. Tschüss! Welcome to my life. Welcome to your life. Mit Reitklamotten. Reitklamotten. Die Reitklamotte. Mit Reitklamotten in den Club. Also ins Restaurant. Naja. Schämst du dich? Ich habe auch noch Gummistiefel an. Ich habe diese Tage, glaube ich. Das schick, wenn wir diese Woche, glaube ich, 6 von 7 Tagen Gummistiefel an. Ich glaube, das ist das. Wir wollten eigentlich nur eine Pizza essen gehen. Ich glaube, das ist voll das schicke Restaurant. Das ist so das schickste Restaurant hier in der. Warum bist du so groß? ja, wir machen uns jetzt mal.